Wie definieren Sie denn Zelt? Ja. Ich bin auch gar kein Demonstrant, ich bin quasi nur hier vorbeigekommen und würde quasi, aber man kann würde quasi wenn es regnet, würde ich es quasi mal hier aufspannen und wenn es nicht mehr regnet, nehme ich es einfach an. Warum? Aber ist das jetzt ein Zelt oder was ist das? Das ist für uns so überdacht. Ja, aber wie heißt denn die Auflage, die... Aber das ist ja nicht zum Aufbauen, das ist ja zum Aufbauen. Das kann man tragen, ja. Ist ein Regenschirm auch ein Aufbau? Ja. Nee, ich bin ja auch ein denkender Bürger, der verstehen will, was Sie sagen. Also ich verstehe das, also ich verstehe völlig, dass Aufbauten nicht in Ordnung sind, aber ich baue ja gar nichts. Ja, es steht nichts auf dem Boden, aber dann ist es doch sondern ich halte was in der Hand, das mir gehört. Ja, es steht ja auch gar nicht. Genau. Ja, es wird ja auch nicht stehen, sondern ich werde es nur in der Hand halten. Und jetzt erklären Sie mir nochmal, was Aufbauen heißt. Ja, wenn es auf dem Boden steht, aufgestellt wird. Okay, also wenn es auf dem Boden steht. Wenn es aufgestellt wird. Also wenn es auf dem Boden steht, kommt es weg, wir werden es nicht auf dem Boden stellen. Wenn Sie es tragen. Können Sie jetzt aussehen, wie Sie wollen? Ja, deswegen, wir brauchen jetzt hier keine Verrückung. Das Zelt da hinten kümmern da vom Fernsehen, was das geht ja um Sie, geht ja nicht um die Bimmelzeit. Das verstößt schon eine ganze Weile gegen das Versammlungsrecht. Seltsam, ne? Da hinten. Gucken wir mal. Wieso können die sich Bequemlichkeit machen und uns vor Regen schützen und wir haben Bauplanigkeit stehen, Witterungsbedingungen und sonstige Stoffen, die wir schützen? Na, das ist gefällig. Aber ich kann nicht mehr schützen oder ihre Bildstimme oder was weiß ich. Aber was haben die jetzt für ein Sonderrecht gegenüber den Menschen, die sich hier ihr Leben schützen? Na, könnte ich denn, also ich darf keine Versammlung schützen gegen Witterung, aber dürfte ich zum Beispiel den Getränkestand oder den Infostand damit schützen? Ja, es ist schwierig, es nicht zu tun. Sie suchen, damit Sie hier was verhindern können. Ja, auch wie es ausgelegt wird. Plus und Minus. Ist denn das Problem der Schutz vor Witterung oder was ist das Problem? Das Problem ist, dass Sie aufbauen. Aber wenn man es festhält, dann wird es ja nicht aufgebaut. Ja, das wird hier nicht, dass man hier Sachen aufbaut, weil sich Schmiede hinstellt, oder die haben wir ja auch eine Stunde von den Kutschern. Das ist ja dann auch so weit in Ordnung, aber das Versammelsrecht deckt das nicht ab. Aber dann definieren Sie ja... Dann wissen Sie zum Beispiel wieder mehr als ich, dann genau. Ist bis vorhin, wo die Schmiede zu weit drin ist. Genau. Laut Mitteilung vom Ordnungsamt ist die Zusage vom Bürgermeister ja auch so aufgezogen. Ja, okay, das ist das Tolle. Das ist schon okay, aber wir haben ja im Grunde nur also einen größeren Regenschirm gebraucht, ne? Den vier Leute in der Hand halten, weil es mit anderen quasi nicht geht. Aber wenn jemand mit einem Schirm steht, können auch wir mit einem großen Schirm stehen. Ja, ja. Gucken Sie eigentlich vorher im Duden nach, was ein Zelt ist, oder Sie es definieren, oder ist es Ihr Ermessensspielraum, was ein Zelt ist? Schirme, die nicht verankert sind im Boden, die nicht fest sind, weiß gar nichts. Nur weil sie zusammenstippert sind, damit sie nicht wegziehen, sind schon Zelte in den Stand. Aber die Schirme waren noch zum Meinungsbekunden, da steht ja was drauf und die haben ja einen bestimmten Zweck der Meinungsgrundgabe.
waren nur zusammengeknüpft, um in irgendeiner Form doch dann die nicht wegfliegen. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass ich gerne möchte, dass wir jetzt den Schirm hinterherjagen hier auf dem Platz und wahrscheinlich damit mehr zu tun haben als mit den Inhalten. Naja, ich muss immer um die Ecke denken, weil die jetzt ja jeden Tag was Neues konstruieren. Machen wir schon. Und zu dem Recht gehört auch, dass Menschen erfrieren dürfen, wenn sie ihre Demonstrationen ansonsten nicht durchführen können. Doch, die legen ja das Demonstrationsrecht so aus, wie sie es möchten. Ich sage zum Beispiel, ein Mensch, der eine Demonstration überhaupt durchführen kann im Winter, der muss sich auch vor Kälte schützen können. Sie sagen, nee, muss er nicht. Der kann auch erfrieren, aber ihm wird das Recht, seine Meinung kundzugeben, ja genügend Maß gegeben, indem man ihn einfach laufen lässt. Das steht eben so auch gar nicht im Gericht. Wenn ich mal das OVG-Urteil sage, dass man sich nicht vor Kälte schützen darf. Ich würde sagen, wir kürzen das Ding ab. Wir haben es Ihnen erklärt, das Ding wird nicht aufgebaut und nicht hochgetragen und irgendwelche Wortbrauberei durch die Gegend geschnitten. Könnt ihr vielleicht vorstellen? Ich kann mir nicht vorstellen. Und von der Polizei, wir sind beide Ansprechpartner und... Aber können wir ja gar nicht Ansprechpartner. Habe ich Ihnen gerade gesagt. Okay, wir haben es Ihnen gerade gesagt, wir möchten nicht, dass es aufgebaut wird, wird es aufgebaut. Nein, es sind was wieder rum. Können Sie mir noch mal kurz erklären, ist das ein Interessenspielraum, was jetzt ein Zelt ist und wie man das aufbaut und was aufbauen heißt? Natürlich, gerade ne, kleine Kinder haben es aufgebaut vorhin, anderthalb Stunden. Die waren 7, 8, 9 Jahre alt, haben sich voll gefreut, das tun zu können, aber okay. Ihr könnt es ja irgendwie noch. Wir könnten ja einen Banner draus machen, das ist ein Banner. Ne? Ja, aber, wenn es dann jetzt ein Witterungsschutz benutzt wird oder ein Windschutz ist, zu was auch immer, dann ist es auch. Ich selber meinte, die Polizei hat auch keinen einfachen Job, wirklich auch. Wir haben morgen Vormittag erwarten wir das Urteil. Von unserem Einspruch gegen den Auflagenbescheid. Möglicherweise wird das dann wieder aufbauen. Vor wieder vorbei. Genau. Ja, wir dürfen nicht. Tja. Weil Zeltähnliche Zustände zu Bequemlichkeit nicht zugelassen sind. Ist das jetzt so eine ganz normale Situation, wie ihr sie seit 8 Tagen habt? Genau. Also, dass man um Definition von Wörtern ringen muss? Ja. Weil, ich weiß nicht, für mich ist das nicht aufbauen. Nee, für mich auch nicht. Für mich ist auch ein Zelt Teil einer Veranstaltung. Erst wird recht im Winter, das hat mit Witterungsbedingungen zu tun. Steht denn irgendwo bei euch drin, ihr dürft nichts aufbauen? Ja. Okay. Alles wenn wir jetzt nachgucken, was aufbauen heißt, dann... Tappen zum Draufsetzen, zum ich weiß alles, was nicht kleidungsmäßig am Körper getragen wird, ist im Prinzip verboten. Okay. Und er sagt, das ist Aufbauen, ihr sagt, das ist kein Aufbauen. Und im Endeffekt kann das jetzt nur ein Gericht entscheiden, was Aufbauen heißt. Genau. Und das ist das auch, was wir mit dem Schirm... Mit dem Prozess zeige ich mit meinen Steuergeldern. Ja, sehr, sehr gut jetzt mit dem Schirm, ganz gut jetzt aufgezeigt hat, wie die Definition ist von was ist ein zeltähnlicher Zustand. Wo hier ähnliche Zustände schon konstruiert werden, um zu verbieten. Also alles, was pappenähnlich ist, alles, was dann zeltähnlich, pavillonähnlich, bequemlichkeitsähnlich, ähnlich, was auch immer noch so ähnlich ist, ist alles verboten. Das ist, im Grunde ist das doch Situationskomik hier. Ja. Eigentlich korrekt. Wird keine Nacht. Ja. Also hier wird Geschichte geschrieben, hier werden irgendwelche Comicrechte konstruiert, geschrieben oder gemacht. Keine Ahnung. Okay, ich halte immer noch das illegale zeltähnliche Aufbau-Ding in der Hand. Das ist ein Vierhandregenschirm. Ein Vierhandregenschirm, den ich nicht tragen darf und deswegen. Als öffentlich-rechtlicher Reporter distanziere ich mich von diesem illegalen Vorgang. Komm, wir könnten uns doch mal vorführen. Ja, ihr könnt eben auch. Ja. Darf das nicht. Verboten. Nein. Ich muss mich an Recht und Gesetz halten. Ich repräsentiere das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Alex, komm mal rüber, wenn man von den Polizisten kommt. Ja, also so hätte es ausgesehen. Ne? Ja, so.
Und jetzt alle runter. Und dann da reinzugehen, einfach nicht mehr zu sagen, also Hauptmacht ist hier, und ich warte nicht, die ich da in der Mitte.